Guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wo Sie sind, wo ihr seid. Und schön, dass ihr zugeschaltet habt, dass Sie mit uns heute die letzte Sitzung beginnen. Doch bevor wir beginnen, also sozusagen bevor wir unseren inhaltlichen Teil beginnen, möchten wir dem Dolmetscherinnenkollektiv Enterprise den Raum geben, sich vorzustellen und die politische Signifikanz von Sprache und Sprachmittlung kurz zu erläutern. Hallo, danke Radwa. Ich bin Mia von Enterprise. Enterprise ist ein Kollektiv aus Menschen mit Dolmetscherfahrung aus Leipzig. Unser Anliegen ist es, Gruppen und Initiativen zu unterstützen, die sich politisch, sozial oder kulturell gegen Herrschaftsverhältnisse einsetzen, indem wir sie mit der Arbeit der Sprachmittlung bei Veranstaltungen unterstützen. Als DolmetscherInnen möchten wir die Wichtigkeit unserer Arbeit verdeutlichen. Sprache ist nicht nur ein Werkzeug für Kommunikation, sie ist grundsätzlich politisch. Denn Sprache schafft Realität, kann Barrieren schaffen und überwinden, je nachdem, wie wir sie einsetzen. Außerdem wollen wir der Sprachmittlung, die zu oft als maschinenartige Dienstleistung behandelt wird, ein Gesicht geben, um als Gruppe mit eigenen politischen Anliegen präsent zu sein. Verdolmetschung ist eben keine maschinelle Dienstleistung. Heute werden wir von einigen solidarischen Kolleginnen unterstützt. Vielen Dank dafür. An alle, die heute Abend beitragen werden: Bitte sprecht langsam und deutlich. Ihr werdet verdolmetscht. Das gilt besonders, wenn ihr Texte vorlest. Das trifft auch auf Fragen aus dem Chat zu. Bitte kündigt vor euren jeweiligen Beiträgen die Sprache an, die ihr nutzen werdet. Das vermeidet Technikchaos, da die Dolmetschenden zwischen verschiedenen Audiosignalen wechseln müssen. Wenn wir aus Dolmetschsicht einhaken müssen, werden wir euch direkt über den Floor ansprechen. Falls das nicht geht, über die Moderation. Vielen Dank, dass wir jetzt die ganze Reihe mit euch machen konnten. Und ja, ich bin gespannt. Ja, vielen Dank und guten Tag, guten Abend, in welcher Zeitzone auch immer Sie gerade sind. Mein Name ist Radwa Khaled Ibrahim. Ich bin Referentin für kritische Hilfe und Nothilfe bei Medico International und werde Sie heute als Moderatorin durch diese leider letzte Veranstaltung der Ringvorlesung Turbulente Psychen führen. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle an die turbulente Vergangenheit dieser spezifischen Sitzung erinnern, die wir aufgrund von Evas Covid-Erkrankung auf den heutigen Tag verschoben haben. Wir freuen uns sehr, dass du wieder gesund und bei uns bist, liebe Eva. Auch dass du, liebe Nadja, und Sie alle heute hier sind, um gemeinsam über die Sehnsucht nach der Revolution für das Leben zu sprechen. Doch die wirklichen Turbulenzen, wenn man sie überhaupt noch so benennen kann, liegen jenseits dieser Veranstaltung. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die alte Weltordnung, wie sie hier einige Anwesende niemals anders kennengelernt haben, in eine neue und noch unbekannte verändert. Doch noch bis vor einer Woche schien ein offener Kriegsangriff eines europäischen Landes gegen ein anderes unvorstellbar. Auf psychosozialer Ebene war die Starre spürbar. Angesichts des militärischen Aufmarsches, Angst ob des Angriffs, Panik auf der Unvorhersehbarkeit der Situation. Ähnlich, aber anders wurden diese Effekte des Kriegsausbruchs auch in Ausbruch der Pandemie erlebt, die sich zu einer Polypandemie verschränken. Aber anders als die langanhaltende affektive Starre und Verlangsamung im Pandemieausbruch organisieren sich nun schnell Hunderttausende Menschen, die für Frieden demonstrieren und dafür, dass sichere Fluchtrouten und Auffangsorte hergestellt werden. Gemeint ist dabei zwar vor allem, aber eben nicht nur die Ukraine, sondern Fluchtrouten für Menschen aller Nationalitäten und Frieden für die Menschen, für die anhaltende Kriegszustände zum Alltag geworden sind. Angesichts all dessen möchten wir uns heute und jetzt erst recht nicht nehmen lassen, zusammen mit euch, liebe Nadja Mahmoud und lieber Eva von Redeker, über Revolutionen und Hoffnung, vielleicht auch über utopisches Denken zu sprechen. Wir freuen uns, dass du wieder genesen bist, liebe Eva, und ihr beide hier so wach zugeschaltet seid.
Heute, einen Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig sehe, aber wir beginnen noch nicht die Diskussion. Ich bin noch in der Einleitung. Nun ja. Heute möchten wir den Bogen spannen von sozusagen von der Revolution gegen das Leben, den abrupten Umwälzungen und Verschärfungen von Ungleichheit und Ausbeutung, die die Polypandemie materiell wie auch sozial und psychisch ausgelöst hat, hin zur Sehnsucht nach einer anderen Welt, einer Welt der solidarischen und empathischen Beziehungsweisen, die euch und uns und viele Menschen auf dieser Welt doch auch verbindet. Hin zur Revolution für das Leben, ein Begriff, den du geprägt hast, liebe Eva. Vielleicht habt ihr und haben Sie es gemerkt. Die Choreografie dieser Reihe versuchte, von den Affekten der Angst, der Verwirrung immer mehr auch zu einer dezidiert widerständigen Affektivität zu blicken. Über Trauer, Wut, Fürsorge, eben hin zur Hoffnung und Sehnsucht. Nun wurde aber auch im Verlauf der Reihe durchaus klar, dass Hoffnung rar gesät wird oder ist. Es ist 5 vor 12. Die Ausbreitung des Coronavirus und die Eindämmungsmaßnahmen haben andere Krisen massiv verschärft und sich zu einer Polypandemie ausgeweitet. Zur pandemischen Bedrohung gesellt sich eine ungleich größere Bedrohung durch den fossilen Kapitalismus des Nordens massiv vorangetriebener Klimawandel hinzu, der genauso wenig vor der europäischen Grenze Halt machen wird, wie es das Coronavirus tat und an vielen Orten im globalen Süden bereits massive Schäden anrichtet. Und nun ist Krieg in Europa. Öfter mal wird das Wort Apokalypse ausgesprochen. An dieser Stelle, quasi an dieser Konfliktposition der Endzeitstimmung und der Sehnsucht nach einer emanzipatorischen anderen Welt, möchten wir Rita Segato quasi einspielen. Ihre Gedanken begleiten diese Ringvorlesung schon vor dem Beginn. Und auch an dieser Stelle trifft sie den Nagel auf den Kopf zwischen dem, was sie apokalyptischer Kapitalismus nennt und dem Kampf um Hoffnung. Aber lassen wir es doch Sie selber erklären. Sobre la fase apocalíptica del capital, yo la asocio a la idea de dueñidad, ¿no? Cuando yo digo que So verbinde ich sie mit der Idee des Eigentums. Damit will ich auch sagen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreicht, über Ungleichheit zu sprechen. Das ist ein Fehler. Es reicht nicht aus, mit dem Vokabular der Ungleichheit zu sprechen, wie wir es in den 60er und 70er Jahren getan haben. Ich glaube, dass wir es heute mit einer Welt der Eigentümer zu tun haben. Und das Problem ist das Eigentum, die Herrschaft an sich. Wie eine große Refeudalisierung der Welt mit drastisch weniger kommunitären Räumen und mit viel mehr gigantischen Lehen, Gesetzen als während des Mittelalters. Bis zu dem Grad, dass es keine wirklichen Gesetze und Vorschriften gibt, die die Eigentümer kontrollieren und ihren Einhalt gebieten. Las parcelas del territorio, ¿sí? ¿De dónde surge la codicia por tierra concreta, de su materialidad más y más y más concreta, si el capital es Weder sind sie kontrollierbar, noch sind ihre Handlungen überwachbar, da sowohl die Macht als auch das Kapital in extremer Weise akkumuliert worden sind. Und wir sehen nicht nur, wie sich das Kapital, sondern auch die Grundstücke auf dem Planeten im großen Stil aneignen. Enorm. Wie nie zuvor. Wie es in keinem feudalen Lebenswesen je getan wurde. In diesem Moment, in dieser Phase des Besitzes, die in die Gegenwart eingeschrieben ist und sich in der Aneignung des Lebens als Sache ausdrückt. Und das ist apokalyptisch, weil der Kapitalismus, sagen wir mal, immer trotz der großen Aneignungen von Ungleichheit, ja, aber es gab gewisse Regularisierungen. Und die Regulierung des Kapitals ist verloren gegangen. Denn diese Anhäufung, die immer schnellere Konzentration des Reichtums, macht es unmöglich, das Handeln der wenigen Eigentümer der Welt zu regulieren. Es ist nicht ganz einfach, Rechtsvorschriften wirksam zu machen und den Eigentümern Grenzen zu setzen.
An die Herren der Welt. Das ist apokalyptisch, möglicherweise so, wie man sich das Ende der Welt aus mittelalterlicher Sicht vorstellt. Und das Apokalyptische hat auch etwas von Utopien, nicht wahr? Aber wir leben, weil wir Hoffnung haben. Es gibt immer Zwischenräume, die über die Gegenwart hinausweisen. So unvermittelt und abrupt wie dieser Sprung. Bruscamente como se produce este salto entre el capitalismo del fin del mundo y la esperanza, quisiera ahora también entrar en discusión con usted. Nachdem uns Koketsu Moeti bereits in der zweiten Sitzung klar machte, dass es kein pures Online und Offline mehr gibt, möchten wir nun neuerlich und ein letztes Mal in dieser Reihe mit Ihnen dieses digitalen transnationalen Raum des gemeinsamen und kritischen Nachdenkens aufspannen. Nadia Mahmoud ist feministische Denkerin und Aktivistin aus dem Irak. Anfang der 2000er Jahre hat sie in London das Middle East Center for Women's Studies gegründet und in den Irak zurückgekehrt hat sie Amen Women Alliance mitgegründet, der 2019 zu einem wichtigen Raum der feministischen Auseinandersetzungen geworden ist, sowie auch Angebote für die Sicherheit von Frauen anbot und weiterhin anbietet. 2019 war Nadia nicht nur Teil, sondern auch Mitgestalterin der irakischen Revolution. Von daher vielen Dank, Nadia, dass du dabei bist. Eva von Redeker ist Philosophin, Autorin und freischaffende Publizistin aus Deutschland. Oder besser, wie sie sich selber beschreibt, eine kritische Theoretikerin und feministische Philosophin, die über Eigentum, Social Change und manchmal Leben und Tod schreibt. Ihr 2020 Buch Revolution für das Leben wurde als eine mögliche neue Bibel intellektuellen Widerstandes gegen die Zumutungen des real existierenden Kapitalismus beschrieben. Danke, Eva, dass du heute dabei bist. Danke. In der Vorbereitung haben wir euch zwei Fragen jeweils gestellt. Ich würde gerne mit Evas Input dazu beginnen. An Eva, wir haben dich gefragt, welches ist dein Verständnis von Revolution und welche Affekte der Sehnsucht und Hoffnung stecken vielleicht auch darin, sie als Revolution für das Leben zu benennen? Und als zweites haben wir dich gefragt, welches Leben steht in der Revolution für das Leben im Vordergrund? Kann die Sehnsucht nach dem, was du eine wilde Verbundenheit nennst, auch in der Polypandemie aufrechterhalten werden? Na, Eva, you have the floor. Danke vielmals. Vielen Dank für alle Anwesenden, besonders für die Übersetzung, dafür, dass sich alle, besonders Nadia und die Organisatorin, darauf eingelassen haben, die Sache nochmal zu verschieben. Es ist wirklich ganz großartig für mich, dass ich jetzt dabei sein kann und auch Nadia zuhören kann. Und genau, ich habe einfach großes Glück, wieder gesund zu sein. Wenn auch ich das Gefühl habe, dass ich wirklich neben mir stehe angesichts der Weltlage und deswegen umso froher bin, hier jetzt gemeinsam mit allen Anwesenden ein paar Gedanken zu denken, zu versuchen. Auf die zweite Frage, ob die Revolution, die Revolution für das Leben, auch unter Bedingungen der Polypandemie, ja sogar unter Bedingungen des Krieges gedeihen kann, möchte ich mit Ja antworten. Ich glaube, man kann das, wenn man Gedeihen nicht mit notwendig Gewinnen verwechselt. Und ich wollte vorab sagen, dass mich diese Zeilen von Rita Segato, die ihr eben eingespielt habt, auf eine Art durch die letzten Wochen getragen haben, weil ich jedes Mal, wenn ich dachte, jetzt ist wirklich gar nichts mehr, mich erinnert habe an diese letzten Zeilen: Wir sind da. Das ist das, was Hoffnung gibt. Wir leben. Und dann sagte sie diesen schönen Satz, dass aus den Zwischenräumen ein Überschuss entstehen kann, der über das Bestehende hinauswächst. Und wenn ich in einem Satz auf die erste Frage zusammenfassen soll, das Revolutionsverständnis, was mich interessiert und ich beobachtet
besonders an der feministischen Bewegung beobachtet habe und in theoretische Kategorien zu fassen versucht habe über die letzten Jahre, dann ist es eine Revolution, die genau in diesem Sinne interstitiell aus den Zwischenräumen operiert. Es ist die Vorstellung, dass es eine Antizipation dessen, was man sich wünscht, nach der Revolution geben können muss, auch schon vorher, zumindest in Bruchstücken. Und dann sieht man, wo die Front läuft, an der man diese Bruchstücke verteidigen kann. Gleichzeitig würde ich inhaltlich noch, das ist sozusagen die Form, ja, dieser aus den Zwischenräumen heraus. Und dann muss man sich fragen, was ist der Inhalt der Revolution, worin besteht sie? Und ein Begriff, der meiner Meinung nach kennzeichnet, wie ein utopischer, ökosozialistischer Wandel aussehen könnte, den habe ich geprägt in direktem Gegenbild zu dem, was Rita Segato die Welt der Eigentümer nennt oder dem, was ich die Sachherrschaft nenne. Und das ist der Begriff der Weltwiederannahme. Das ist erstmal ein komischer Begriff, ziemlich nah an dem, was man sich als Sozialistin immer schon wünscht, nämlich Wiederaneignung der Produktionsmittel. Und das soll mit gemeint sein, aber das reicht meiner Meinung nach nicht aus. Wir brauchen auch eine Wiederannahme von ausgestoßenen, unterworfenen, verdinglichten Ressourcen und sozialen Beziehungen. Und dazu würde ich jetzt einfach in den nächsten Minuten versuchen, aus der derzeitigen Lage heraus noch ein bisschen mehr zu sagen. Und meine, denn eigentlich soll es ja um die Sehnsucht gehen. Ja? Die Effekte der Pandemie, die jetzt nochmal über den Haufen geworfen und übertrumpft sind durch den Krieg. Und die Kernkategorie, eigentlich alles, was ich jetzt noch sage, handelt von Erschöpfung. Ich sage erst was zur Erschöpfung als Ergebnis dessen, was Rita Segato Eigentümergesellschaft oder die Welt des Eigentums nennt. Dann sage ich etwas zur Erschöpfung als Hintergrund oder Quelle von Affekten. Ich glaube, wir können zwei sehr unterschiedliche ausmachen, nämlich ein Umkippen von Erschöpfung in sowas wie einen patriarchalen Todeskult, eine Fixierung auf Opferlogiken oder ein Ausblick aus der Erschöpfung auf die Hoffnung nach Erholung. Und so klein das klingt, scheint mir das doch ein sehr guter Ansatzpunkt für eine feministische Revolution, für eine von der Reproduktionsarbeit ausgehende Revolution, für eine Revolution für das Leben vielleicht. Gut. Eigentlich waren wir ja schon vor der Pandemie erschöpft. Wir hatten auch schon vor der Pandemie, also zumindest hier in Deutschland, obwohl es noch ein gutes Gesundheitssystem gibt, gab es eins, in dem alle Beschäftigten überfordert, mit Überstunden belastet, unter ständigem Sparzwang standen, der Erschöpfung ausgeliefert wurden. Wir hatten Bedingungen der Arbeitsgesellschaft, in denen die Angst vor der Prekarisierung und vom Überflüssigwerden grassierte und Burnout ständiger Begleiter von den begehrtesten Karrieren gewesen ist. Und wir haben einen unglaublichen fossil getriebenen Konsum, der sich nur ermöglicht ist durch die Vernutzung von Ressourcen, die erschöpft und zum Teil auch irreversibel vergiftet und aufgebraucht wurden. Wenn man diese Welt nicht auf eine
das nicht nur auf eine klassische Weise als kapitalistische Welt kritisiert, als Welt der Ausbeutung, sondern mit einer reproduktionsfeministischen Wende als Welt der Erschöpfung, dann ist die Vorstellung oder die Priorität des Eigentums ein guter Ausgangspunkt. Denn das Eigentum in seiner modernen Form ist das, was eine volle Verfügung und auch einen Missbrauch und eine restlose Zerstörung und Vernutzung von Dingen verspricht. Eine Welt des Eigentums ist eine, die die Welt aufteilt in Subjekte, die zum Teil Eigentümer sein dürfen und ständig überfordert sind in diesem Souveränitätsanspruch, dass sie Dinge voll beherrschen können sollen und sich dabei trotzdem natürlich bereichern auf Kosten anderer und privilegiert leben. Und Objekte, die aneigenbar oder potenziell verfügbar sind. Solche Objekte sind auch menschliche Lebenszeit als Arbeitskraft, menschliche weiblich kodierte Reproduktionsfähigkeit und Reproduktionsarbeit und natürliche Regenerationsarbeit, jede Art von Wiederherstellung in natürlichen Zyklen wird isoliert in aneigenbare Objekte unter dem Dispositiv der Sachherrschaft oder der Eigentümergesellschaft. Und diese Isolierung von Objekten und Vernutzung von Objekten kann gar nicht anders als alles ihr Unterworfene zu erschöpfen. Und dann kam noch die Pandemie und die Dauerzermürbung durch die Flatten the Curve Strategien, die versucht haben, zwar einzudämmen, aber auch die Pandemie sehr in die Länge gezogen haben, haben weiter dazu geführt, dass eigentlich alle sich nur noch nach Erholung sehen könnten. Das wäre die positive Affektlage auf Basis der Erschöpfung. Jetzt kommt aber die Sachherrschaft und das Phantasma der Verfügung nochmal auf ganz neue Art, Säbel bzw. Panzer und sogar Nuklearsprengstoff rasselnd auf den Plan. Und wir können aus einer feministischen Analyse die Aneignung und die patriarchale Unterwerfung als zentralen Bestandteil der Gesellschaftsanalyse festhält, ein bisschen weniger überrascht sein als aus anderen Perspektiven über Putins imperialistischen Angriff auf das souveräne Nachbarland. Denn das, was viele Beobachter jetzt auch versuchen als Wahnsinn und Gedächtnisverlust an Putin zu diagnostizieren, ist schon immer Teil der patriarchalen Logik, dass nämlich an dem Moment, wo die Expansion und die Kontrolle, wo das Besitzen prekär wird und nicht gesichert werden kann, im Zweifelsfall selbst die Zerstörung vorzuziehen ist. Denn in der Zerstörung kann man beweisen, dass man noch über das Objekt herrscht. Das ist der Extrempunkt der Souveränität. Und wenn man das so sieht, ist es natürlich auch die Lage umso beängstigender. Ich glaube, dass es eine ganz merkwürdige Versuchung gibt, aus der ohnehin schon erschöpften Situation den Krieg eine aus der bequemen Position deutschen Social-Media-Konsums auf eine Art eine Erleichterung zu verdanken, weil nämlich der diffuse Schmerz des unsichtbaren Feindes Pandemie, des unsichtbaren Feindes Erderwärmung, des unsichtbaren Feindes finanzialisierter Wertschöpfung, diesem diffusen Schmerz plötzlich ein klarer, lokalisierbarer, mit noch Gesicht eines Bösewichts versehbarer
Schmerz als Alternative anbietet. Wenn man sowieso dem Schmerz nicht entfliehen kann, dann ist es auf eine Art kathartisch, einem Krieg mit klarem Gut und Böse zuzuschauen. Und es gab eine Art Echo in den sozialen Medien, was gesagt hat, jetzt sehen wir endlich wieder die Realitäten. Das ist natürlich patriarchales Wunschdenken, zu denken, die einzige Realität sei die jeweilige Kraft der Waffen. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, dass darin auch eine Entlastung von komplexeren Problemlagen angeboten wird. Ich habe heute Morgen ganz lange einen ganz strategischen Thread gelesen, wo genau aufgerechnet wurde, wer wie viel Panzer hat. Und die erfreuliche Prognose gestellt wurde, dass die Ukraine sich besser verteidigen könne, als man gedacht hätte. Und das wünsche ich Ihnen natürlich auch, vor allem wünschte ich Ihnen, aber Sie müssten sich gar nicht verteidigen. Und in dieser Abstraktion und diesem patriarchalen Machtmodell gibt es eine Entlastung von der diffusen Erschöpfung und ein Angebot, sie in die falsche Richtung zu überschreiten, nämlich in ein Bejahen von Opferlogik. An dem Punkt, wo wirklich Erschöpfung eintritt, gibt es eigentlich nur noch zwei Wege, entweder die Überbietung der Erschöpfung in der Selbstopferung und in dem Verlangen, dass andere sich opfern, oder in die Erholung. Und das wäre natürlich der feministischere Ausweg. In die Erholung, in die Regeneration, in das Retten von Leben, in das Schützen von Leben, in die Verhinderung von Krieg, in den Widerstand. Ich glaube, dass wir eine sehr wichtige Aufgabe haben, diese Sehnsucht festzuhalten, auch wenn sie sich immer wieder entzieht. Und ich möchte einen Satz vorlesen von Rita Segato aus ihrem Buch Wieder die Grausamkeit, wo sie genau diese schwierige Aufgabe des Festhaltens an der Sehnsucht nach einer Welt der Beziehungen formuliert. Sie sagt, wir wissen nicht, wie wir mitteilen sollen, auf eine andere Art des Glücks zu setzen. Nämlich auf Investitionen in die Dauerhaftigkeit einer Welt, in der Bindung Priorität haben. Und bei Rita Segato gibt es in dieser sehr groß angelegten Analyse zwei grundlegende Weichenstellungen für zwei ihrer Meinung nach diametral gegenüberstehende historische Projekte. Es gibt das historische Projekt, das vom Kapitalismus, aber auch den Kolonialismus, den sie und passend zu dem derzeitigen putinschen Imperialismus lieber Conquestionalismus, also Eroberungs, sozusagen Expansionsprojekt nennt. Also es gibt dieses koloniale Projekt, das ist das Projekt der Dinge. Und dann gibt es das relationale Projekt ihrer Meinung nach. Sie nennt es Projekt der Pueblos, der Beziehung. Eben das, wovon sie hier spricht, was sich so schwer auch nur vermitteln lässt, dass man es ernst meint, daran festzuhalten. Und sich danach zu sehnen, reicht natürlich nicht. Man muss es auch machen. Was heißt es, teilzunehmen an einem Projekt der Bindung und der Beziehung? Wenn wir feministischen Autorinnen zuhören, zum Beispiel Silvia Federici, die sagt, ein Projekt der Beziehung verwirklichen wir über die Reproduktionsarbeit, über eine Kollektivierung ausgehend von den Haushalten. Feministische Commons nennt sie das. Oder bei Segato gibt es diesen ganz starken Nachdruck auf dem, was sie Pueblos nennt, auf vor allem indigene, plurale Zusammenhänge, die das Projekt des Kolonialismus überstanden, überdauert, im Verborgenen, sozusagen in diesen Zwischenräumen ausgesetzt zu haben, zumindest untereinander, auch wenn sie im Großen es natürlich nicht haben aufhalten können. Gegen solche, und ich rede natürlich auch immer gern viel von Zwischenräumen,
Gegen solche Vorschläge kann man ganz leicht Einwände vorbringen. Ist ja klar, es reicht das? Können wir nicht irgendwie mehr schaffen? Können wir es nicht besser organisieren? Gewinnen wir so? Wird es nicht gleich wieder angeeignet? Aber man muss diesen Einwänden auch entgegenhalten, dass sie manchmal Teil des patriarchalen Projekts sind. Beziehung und Bindung unter Frauen, Queers, Trans zu kappen oder klein zu reden. Und deswegen scheint mir, dass die Revolution für das Leben am besten da gedeiht, wo zumindest ein Teil des Lebens aus den Kreisläufen der Sachherrschaft oder der Welt des Eigentums rausgenommen wird, wo es einen Rückhalt gibt, aus dem heraus man Widerstand organisieren kann. Wir sind da. Wie kann das genug sein? Wie kann das reichen? Wollen wir nicht gewinnen? Und mir scheint, das ist die schwierige Herausforderung, festzuhalten daran, die ganze Welt ändern zu wollen. Sonst redet man nicht von Revolution, wenn man das nicht will. Aber gleichzeitig zu verstehen, dass in dem historischen Projekt der Bindung es möglich ist, aus dem bloßen Dasein schon Hoffnung zu schöpfen. Das kann man nämlich aus dem historischen Projekt der Dinge nicht. Die Besitzer, die Konquistatoren, die Sachherrscher, die sind nie einfach da. Sie können ihren eigenen Anspruch auf Herrschaft und ihre Abhängigkeit, die sie nicht zugeben, von der aneignenbaren Ressourcen des Beherrschten gar nicht zugeben. Wenn sie alleine wären oder wenn sie in der Minderheit wären, wären sie gescheitert. Aber wenn Feministinnen, wenn Sozialistinnen, wenn ökologisch lebenserhaltende Kräfte in der Minderheit sind, können sie sich trotzdem gegenseitig einander annehmen und solidarisch in Beziehung setzen. Sie können Ausgangspunkte bilden. Und einen besseren Ausblick auf Hoffnung haben wir, glaube ich, aus Pandemie und Krieg, soweit ich das mit meinem sehr begrenzten und sehr provinziellen Horizont absehen kann, nicht. Insofern umso mehr ganz vielen Dank, dass ihr alle da seid. Vielen lieben Dank, liebe Eva. Vom sozusagen Schmerz in der Erschöpfung, Erschöpfung im Schmerz, dann aber auch zu der Frage der Erholung und hin zu den Zwischenräumen, in denen Hoffnung gedeihen kann, aber auch vor allem sozusagen die Zwischenräumen der Revolution für das Leben. Und liebe Nadja, auch an dich haben wir zwei Fragen geschickt, denn ihr habt in euren Projekten, wie zum Beispiel der Feministischen Schule, eben solche Zwischenräume geschafft und habt sie ja immer noch. Und gleichzeitig sind Gegenbewegungen wie ein repressiver Staat und auch ausbeuterische Wirtschaftsinteressen sehr stark, gerade ja in Verbindung mit Corona. Und wir wissen ja noch nicht, wie der Krieg jetzt auch sicher bestimmte Impacts auf dem Irak und andere Länder haben wird. Jedenfalls haben wir dich gefragt, wo gibt es diese Zwischenräume noch und wie können sie lebendig bleiben, um weiterhin revolutionär zu sein? Wir haben dich aber auch gefragt, denn, also beziehungsweise, du hast eine Revolution mitgestaltet, über sie geschrieben, nachgedacht und bist ja immer noch in ihr verwurzelt und verwoben. Was ist die Revolution, die du erlebst und lebst? Und welche hättest du gerne erlebt? Nadja, you have the floor. The floor is yours. Yes. Good afternoon. Guten Abend alle und guten Morgen für die, die heute, die gerade morgen haben. Ich bin sehr dankbar, dass ich ein Teil von dieser Diskussion sein kann und mit euch reden kann und ein Teil von dieser Reihe sein kann. Es ist mir eine Ehre, zusammen mit Eva zu reden und zusammen mit einem Raum zu sein. In Bezug auf die Revolution, wir nennen das ein Aufstand hier. Der eine, den wir hatten und der eine, die wir uns
gewünscht hätten. Und ich werde auch ein bisschen über meine oder unsere feministische Schule reden. Eine von den wichtigsten Auslösern, der diese Revolution waren Frauen, die höhere Zertifikate und Qualifikationen hatten, manchmal PhDs und Masters, die für 108 Tage in Bagdad waren und die Polizei hat, also sie sind auf den Boden gefallen und sehr viele soziale Medien haben darüber berichtet, überall. Und das war am 25. September, 5 Tage vor dem Aufstand. Und wir dachten, das war einer der Trigger, der Auslöser. Es war nicht in Bagdad, es waren sehr, sehr vielen Städten in Basra, Frauen mit, die gearbeitet haben. Frauen in Irak leiden unter Arbeitslosigkeit. Das Prozent der Arbeitslosigkeit oder von Frauen, die in Irak arbeiten, ist nur 12-13% und der Rest arbeiten als, die machen Hausarbeit, was ist nicht anerkannt. Die Frauen haben in sehr großen Zahlen teilgenommen auf dem Aufstand. Und ich habe euch ein paar Fotos gezeigt, die beschildert haben, wie die Frauen teilgenommen haben. Hier ist zum Beispiel gezeigt, Frauen, die gerne schön bleiben, auch in dem Aufstand. Und wir sehen hier eine Frau, eine junge Frau, die macht sich ein Make-up. Und wenn wir jetzt zum nächsten Bild gehen, mache ich Kommentare. Hier zum Beispiel sehen wir Frauen, die mit Widerstand von der Spezialeinheiten betroffen sind. Hier ist eine Frau, die Polizei attackiert hat. Wir hatten sehr viele Frauen, die getötet werden. Eine von unseren Mitgliedern, Sarah, wurde ermordet am zweiten Tag von dem Aufstand. Wurde ermordet von Frauen versuchen, die Hauptplatz zu sichern. They participated in Sie haben teilgenommen an, sie haben versucht, die Plätze zu verteidigen, damit die Polizei nicht nah dran kommt. Sie haben teilgenommen an unterschiedlichen Demonstrationen, Chants. Sie haben medizinische Versorgung gemacht, sie haben Essen gekocht. Hier ist zum Beispiel eine von Demonstrationen. Die Studentinnen an Unis und Frauen, in generell besonders junge Mädchen, wurde nicht erlaubt, von ihren Familien, von ihren Eltern an dem Aufstand teilzunehmen. Und dann haben sie dann sind sie heimlich zu diesen Aufständen gegangen. Diese Demonstrationen haben um 8 morgens bis 1 nachmittags waren voll von Frauen. Und um 1 sind sie zurückgegangen zu den unisozialen Schulen. Manche Studentinnen wurden konfrontiert von den Schulleitungen. Die haben versucht, den abzuhalten an der Teilnahme.
Und dann haben sie das Geld in diesen Studenten Geld gesammelt, damit sie zu dem Aufstand hingehen können. Hier können wir eine Frau sehen. Ich weiß nicht, ob ihr sieht, aber sie schmeißt Steine auf die Polizei, damit sie wegbleiben von den Plätzen. Dieses Bild wird sehr weit verbreitet. Es ist eine ältere Dame und trotzdem stellt sie sich gegen die Polizei. Diese sind sehr, sehr nahe Freundinnen von mir. Sie haben teilgenommen an der Wiederaufbau von Plätzen. Also wir hatten kleine Krankenhäuser, kleine Theater und sehr, sehr viele Zelte, wo die Verpflegung von Verwundeten stattgefunden hat. Falls jemand attackiert würde, und dann haben wir Zelte gebaut, Radiostationen, Krankenhäuser. Also da haben wir sie Sachen getragen, um Sachen auf Tahrir Square in Bagdad zu bauen. Hier können wir sehen, das ist auch das Tahrir Square, da rede ich mit anderen Mitgliedern. Auf dem Bild sehen wir Sarah Kaleb, die wurde ermordet. Auf dem Bild ist sie mit ihrem kleinen Kind. Das andere Bild ist von Sabah, die wurde gekidnappt. Und da haben wir protestiert für die Freilassung von ihr. Das stehen wir unter der Statue von Tahrir Square Platz. Das sind unterschiedliche Aktivitäten, die wir gemacht haben. Du kannst zum nächsten Bild gehen. You know, because the police attacked with the gas. Weil die Polizei attackiert alle mit Tränengas. Die Frauen und Mädchen und genauso auch Männer bringen Pepsi-Cola oder unterschiedliche Flüssigkeiten, damit sie die Auswirkungen von dem Tränengas wegwischen können. Damit will ich zeigen, wie die Frauen teilgenommen haben und haben Tabus gekämpft von der Segregation zwischen Männern und Frauen, die es in Irak gibt. Und hier arbeiten wir zusammen. Studentinnen von Medizin. Frauen und Männer, die Pharmazie studiert haben, sind zusammengekommen, haben versucht, Hilfe zu leisten. Die Graffiti-Arbeit wurde von sehr vielen Frauen gemacht. Um die Plätze herum kann man sehr viel Graffiti sehen, wo genauso Frauen wie Männer teilgenommen haben. Die Botschaften, diese Graffiti zeigen wollen, ist Hoffnung und es ist motiviert. Also es sind sehr motivierte Menschen, es ist wunderschön, wie wir sie redekoriert haben, diese Plätze. Es ist ein Kunstwerk geworden, die sie zu diesen Plätzen gebracht haben. Das ist die Hauptstraße, wo Menschen demonstrieren und auf den Wänden, also ganz oben kann man Menschen sehen, die vorbeilaufen und zeigen die Stärke der Frauen durch die Graffiti-Arbeit. Es sind unterschiedliche Aktivitäten, an denen Frauen teilgenommen haben, die zeigen Hoffnung.
um die Situation zu verändern in Irak. Sie haben sehr, sehr viele Sachen gemacht, worüber sie nicht mal nachgedacht haben. Sie kamen zusammen, sie haben mit Menschen gearbeitet, die sie früher nicht kannten, Frauen genauso wie Männer. Sie haben auch Ausstellungen organisiert, Buchausstellungen und Bazars für Frauen, die haben Produkte, die sie gerne verkaufen würden. Das ist in Nasaria, in unserer Stadt. Aufgrund, weil die Protesten sind öfter Tagen nach da geblieben, haben sie angefangen, Waschmaschinen dahin zu stellen und haben ihre Klamotten gewaschen, weil sie sind halt nicht von den Plätzen weggegangen. Sie sind 2 bis 3 Monate an dem gleichen Ort geblieben. Und das ist eine Aktivität, die haben Waschmaschinen hingebracht, wo man sehen kann, wie sie die Wäsche aufhängen. Oben steht, dass wir können, dass man kann hier waschen und bügeln die Klamotten von allen Protestierenden. Hier ist ein Bild von Brotbacken. Bitte das nächste Bild, um ein Fazit zu ziehen. Hier wird Tee und Kaffee angeboten. Viele Frauen, die teilgenommen haben, machen Kochen, machen Spenden. Und alle diese Erfrischung ist kostenlos. Es ist für die Protestierenden, für Frauen und für Männer. Das ist, was sie gemacht haben. Genau. Das ist ein Bild von Sarah mit ihrem Mann. Das ist ein sehr, sehr verbreitetes Bild von denen. Und im zweiten Bild wurden sie attackiert und ermordet. Sehr, sehr vielen Dank. Frauen haben an sehr unterschiedlichen Arten teilgenommen. Das ist nur ein Bruchteil davon, was passiert ist. Und sie sehen Familien, Frauen in den Häusern. Sie haben Essen gekocht und die zu den Plätzen hingebracht. Oder manchmal haben sie Geld gespendet, obwohl sie kein Geld gemacht haben. Sie haben zum Beispiel Ringe oder Schmuck verkauft, damit sie dieses Aufstand weiterhalten könnten. Sie haben alle ihre Hoffnung auf diesen Protest gegeben gegen die Regierung. Sie sind gegen den Willen von der Universitäten, Schulen gegangen. Es sind 4 Frauen, die Männer haben versucht, sie auszuschließen wegen religiösen Gründen. Am 8. Februar 2020 Muqtada Sabah meinte, dass Frauen und Männer sollten nicht zusammengemischt werden, also zusammen in dem Zelten sein. Das ist Haram. Es ist nicht akzeptabel, sie sollen getrennt werden. Und er hat auch das am 8. Februar getweetet. Es war so ein großer Witz, dass Frauen haben sich entschieden, einen Aufstand, einen Protest zu organisieren, wo 1 Million Frauen, in den ganzen Irak gab es 1 Million Frauen, die protestiert haben für Nein, für Segregation. Wir sind zusammen in diesem Protest, in diesem Aufstand. Am 14. Februar gab es ein sehr, sehr breites, nicht 1 Million, aber sehr, eine sehr, sehr große Protest, wo sehr viele, also die ganze Veranstaltung war organisiert für junge Feministinnen. Und die Männer haben eine Kette gemacht,
damit sie die Demonstration geschützt haben für mehrere Kilometer, wo sie hatten ihre Autos mit Trommeln, mit Lautsprecher. Und es zeigt, wie Frauen herausfordern, Muqtabal Sadr. Und dass trotz dieser Widerstand ist die Demonstration stattgefunden. Und das war Valentinstag, was Muqtada Sadr gesagt hat, dass der Tag darauf, dass das organisiert, also den Protest organisiert haben, wo Frauen mitgekommen sind, um einen Gegenprotest zu machen. Also um einen Protest gegen uns zu machen. Und dann am 8. März 2020 gab es eine sehr große Demonstration trotz Corona. Die Leute mussten ihre Masken anziehen und Abstand halten. Und es gab eine Diskussion, ob wir zu Hause bleiben sollen aufgrund von Corona oder ob wir gehen sollen. Und Leute haben immer gesagt, wir werden sterben so oder so. Also wir gehen. Und dann die Demonstration war sehr, sehr groß. Frauen stecken ihre Hoffnung in und sind sehr kämpferisch und haben Sachen gemacht, die sie selber nie denken, sich vorstellen könnten, dass sie fähig wären. Und diese Beziehung zwischen Männern und Frauen hat sich auch sehr verändert. Sie haben immer über sexuelle Übergriffe gesprochen, aber dann, als wir zusammengearbeitet haben, also sie könnten sehen, dass sie sind Kameraden. Ich will nicht sagen, dass es gibt gar keine sexuellen Übergriffe, aber diese Geister wissen, wir sind zusammen, wir sind Geschwister. Und dann kam Corona und Leute mussten gehen langsam. Die Plätze würden langsam verlassen und die Proteste sind von der Straße auf soziale Medien gegangen. Als Corona angefangen hat, die Gewalt gegenüber Frauen ist sehr gestiegen. Sie wurden von ihren Männern ermordet. Der Grad von Gewalt gegen Frauen war sehr, sehr hoch. Wir können eine neue, junge, feministische Bewegung, den Anfang von einer junge, neue feministische Bewegung sehen. Für unsere Allianz, für unsere Frauenallianz Amman. Wir haben in 2020 angefangen. Wir waren in Tahrir und in anderen Städten und ein Jahr später waren wir nur hinter unseren Schirmen wegen Corona. Und das ist das erste Jahr, wo wir angefangen haben, Austausch mit jungen Feministinnen zu haben. Jetzt haben wir Demonstrationen in Bagdad, in Masra, in Najaf, in Kirkuk, in vier Städten, wo wir auch Mitglieder haben. Ich glaube, dass diese neue junge feministische Aktivismus, der Fokus liegt nicht auf die alte Generation, obwohl ich aus der alten Generation komme, aber sie wollen, also bei denen geht es um Frauen. Es gibt Frauen, die in der irakischen kommunistischen Partei, nationale Partei, reden immer über Frauenrechte. Also wir Frauen für Demokratie, wir Frauen für nationale Liberation, wir Frauen für Entwicklung. Das ist diese Sprache, diese neue liberale Entwicklungspolitik. Aber man hört nicht die Diskurse gegen sexuelle Übergriffe, gegen Diskriminierung für Frauen. Frauen sind befreundet. Sie sehen einen neuen Diskurs, der
aus dieser Bewegung, aus dieser neuen Generation rauskommt, der spricht über Übergriffe, über Diskriminierung gegen die als Frauen. Es geht nicht Frauen, die Rolle der Frau in der Gesellschaft, sondern gegen die Ausbeutung. Und es gibt, ich glaube, die Bewegung der 8. März dieses Jahr, aus meine Amman-Allianz, es gibt neue Verbindungen. Es gibt viele Frauen, die noch keine Mitglieder in unserer Allianz sind, sondern wir haben gemeinsame Mottos und Forderungen. Wir glauben, dass wir zusammen was schaffen können. Man kann junge Männer sehen, junge Feministen, die meisten sind sehr jung und die sind mit uns zusammen. Das ist etwas sehr, sehr anderes, als so diese traditionelle Mitglieder kommunistischer Partei sagen würden. Es gibt Männer, die nicht verbunden mit einer politischen Partei sind. Das will ich nicht sagen, dass es schlecht ist, mit einer Partei zu verbunden sein. Aber es gibt auch junge Männer, die kämpfen, um die Diskriminierung gegen Frauen zu ändern, zu stoppen. Sie sehen, dass es gibt keinen Grund für Diskriminierung gegen Frauen. Und sie wollen was machen. Und das aus diesem Grund, wenn in der Schule letztes Jahr hatten wir, die Schule war wunderbar. Wir hatten die erste Schule nur für Frauen. Und dann sahen wir Männer, junge Männer, die Interesse. Ich meine, sie wussten über Feminismus. Und wir dachten, wir machen jetzt eine feministische Schule für Männer. Dieses Jahr haben wir, wir haben vor 2 Jahren angefangen, dann haben wir uns entschieden, das nicht getrennt zu machen, sondern zu mischen. Sie sind sehr, sehr aktiv und sie hoffen, um zusammenzukommen und etwas zu schaffen. Ich habe einen Artikel über die Mangel oder Unzulänglichkeit von der Partizipation von Männern in diesen Kämpfen. Und wir haben es wurde schon sehr oft gesagt, aber ich glaube, dass Frauen, besonders junge Frauen, haben angefangen, diese Lücke zu führen. Sie haben angefangen zu denken und zu machen, etwas für sich selbst als Frauen. Wir gehen zurück zu der Revolution. Es ist ein Prozess, in der Aufstand, es kommt nach dem Aufstand mit dem gleichen Inhalt von der Revolution, Aufstand gegen Patriarchat, gegen das wirtschaftliche System, für Gerechtigkeit, alles, was die Frauen wollen. Es gibt einen Mangel an Organisation, an Mottos. Ich meine, es ist ein Prozess, es ist ein Lernprozess und wir lernen. Und wir lernen viel von unseren Erfahrungen. Und es gibt kein, also ich glaube nicht, dass es kann wieder passieren. Es muss eine Revolution stattfinden, damit sich das ganze politisch-wirtschaftliche System verändert. Sehr, sehr vielen Dank. Thank you very much. Vielen lieben Dank, Nadia, Shukran. Und ich würde tatsächlich jetzt sehr gerne in die gemeinsame Diskussion gehen. Es wäre ganz gut, wenn auch Eva zu sehen ist. Ja, super. Ich glaube tatsächlich, dass wir sozusagen einerseits die unterschiedlichen Affekten, Dynamiken
gehört und vielleicht auch sozusagen Einblicke bekommen haben konnten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch über die Subjekte gesprochen haben. Und ich würde tatsächlich ganz gerne tiefer in diese Frage der Subjekte reingehen, die Nadja ja eigentlich auch geöffnet hat, oder wunderbar eröffnet hat tatsächlich. Ich würde euch gerne fragen, also vor dem Hintergrund der jetzigen Dynamiken, ne, wer wären die, die gemeinsam revolutionieren würden? Also es ist eine Polypandemie und da drin ist man, also kann man sich sowieso sehr schwierig körperlich begegnen, aber auch über das Körperliche hinaus. Also können Zwischenräume und wilde Verbundenheit translational entstehen? Genau, vielen Dank, Nadja, für deine tolle Präsentation. Selbstverständlich muss die Antwort ja sein, ja? Transnationale Solidarität ist möglich. Und wir sehen ja auch die Anfänge davon schon. Und ich habe sehr viel von den Kämpfen in Lateinamerika gelernt und wo die verschiedenen Interaktionen zwischen Argentinien, Chile und auch die Repressionen, die wir dort sehen können. Und jetzt habe ich eben von Bagdad gehört. Amazing. I want to just share that I on transnational solidarity. Also zum Thema transnationale Solidarität wollte ich eigentlich gerade sagen, dass ich eine Kollegin in Belgrad, Serbien habe, eine feministische Theoretikerin, die sehr viel zu der Frage von Krieg gearbeitet hat. Und sie wurde einmal gefragt in einer serbischen Fernsehshow, also was heißt es denn, eine serbische Feministin zu sein, weil das als so eine ganz komische Oddität wahrgenommen wurde und nicht aus dem wahren Leben. Und sie hat geantwortet, es ist großartig, weil wo auch immer ich hinkomme, habe ich schon FreundInnen. Weil ihr wisst es vielleicht nicht, aber es gibt überall FeministInnen. Und sie teilen eine bestimmte Art der Sprache. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, besonders von einer weißen westlichen Perspektive, sich dem bewusst zu sein oder auch zu lernen, von den verschiedenen Hintergründen und der Pluralität zu lernen. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass es eine Art geteilte Perspektive gibt, die Perspektive auf die Welt, die Befreiung von sexualisierter Gewalt und reproduktiver Arbeit. Es gibt eben Anknüpfungspunkte, in denen wir unsere Kämpfe verbinden können. Und ich würde denken, wenn es dort nicht möglich ist, uns zu verbinden, wo soll es dann möglich sein? Und natürlich müssen wir auch die GegnerInnen sehen. Machismus, Kapitalismus, Abwertung von Care- und Pflegearbeit und auch der Rechtsruck und der Backlash, den wir da erfahren. Ich glaube, wir müssen ja voneinander lernen. Ich glaube, eins der verheißungsvollsten Sachen ist, dass die Revolution in Russland von Feministinnen angeführt wird, die so mutig sind. Und es inspiriert mich total in ihrem Mut und in ihrer Art und Weise, einfach immer weiterzuarbeiten, in ihrem kontinuierlichen Widerstand. Ich bin mir unsicher, ob das jetzt eine Antwort auf die Frage ist, aber das versuche ich gerade zu durchdenken. Und ich glaube, wir müssen noch klarer herausfinden, wie diese Solidarität sich materialisieren kann und wie wir von unseren Kämpfen gegenseitig lernen können. Ich möchte nur sagen, dass irgendein Mikro im Hintergrund an ist. Vielleicht könnt ihr das wieder stumm schalten, das wäre großartig. Nadja, ich würde jetzt auch zu Englisch wechseln. Vielleicht ist es dann einfacher für ja, hier die Bühne quasi. Ist es okay mit den DolmetscherInnen? Okay, great, thank you.
Okay, das passt. Vielen Dank. Also Nadja, ich möchte dir dieselbe Frage stellen. Wir haben dir ja auch schon angekratzt, diese Frage von regionaler und transnationaler Solidarität, aber auch die revolutionären Subjekte und wie wir diese denken können. Ich möchte gerne das Wort an dich geben. Ja, erzähl uns was davon. Was ist deine Perspektive? Und wie hast du das erlebt? Wie lebst du das? Ich glaube, dass wir auf eine Art und Weise sehr glücklich sind, sehr viel Glück haben, dass wir am Anfang dieser Dekade 2010, 2020 in der Region von Tunesien, Algerien etc. und am Ende der Dekade 2019, 2020 haben wir ja eine neue Welle von Revolution. Die erste, während der ersten Welle habe ich meinen meine Doktorarbeit, da war ich sehr damit beschäftigt, da bin ich also nicht da gewesen. Aber jetzt, in der zweiten Welle von Revolutionen, waren wir sehr gut vernetzt mit Frauen im Libanon, im Sudan, in Tunesien und in Marokko. Und wir haben versucht, voneinander zu lernen. Was macht ihr da? Wir haben eben in die anderen Länder geschaut, in die anderen Kämpfe. Als wir unsere feministische Schule begonnen haben, das war im Januar 2021, für 6 Monate war das, ich glaube ungefähr bis Juni. Und dann mussten wir nochmal zurückgreifen auf Frauen, die wir getroffen haben. Und wir haben eben darüber gesprochen, was wir von dieser Erfahrung mitnehmen können. Was haben wir denn von dem Aufstand gelernt, von den Revolutionen? Was waren die Strategien, die wir benutzt haben? Wir haben also Vorlesungen gestaltet und Frauen aus dem Libanon, aus Marokko, Tunesien, Sudan und Syrien eingeladen. Und sie haben ja, sich ausgetauscht mit den Teilnehmenden. Letztes Jahr gab es 2 dieser Schulen und dieses Jahr werden wir genau dasselbe organisieren mit aktivistischen Frauen. Und beispielsweise haben wir Frauen in der libanesischen Revolution sehr berühmt wurden, bekannt wurden, haben sie eingeladen zu unserer Vorlesung, zu unserem Workshop und haben uns dort ausgetauscht zu den Unterschieden zwischen unseren Realitäten und Kämpfen. Zum Beispiel haben die Frauen im Libanon feministische Forderungen für Frauen gestellt. Das haben wir im Irak nicht gemacht. Und andere Dinge, die sich eben unterschieden haben. Und diese Verbindung und was wir voneinander lernen konnten, zum Beispiel Frauen aus Ägypten oder aus dem Sudan, haben unsere Schule sehr gewertschätzt und auch bewundert. Und sie haben gesagt, krass tolles Projekt, was ihr hier habt. Und naja, deswegen haben wir dann auch Leute aus Syrien und Ägypten eingeladen und sie quasi zugelassen zu der Veranstaltung, weil wir können Leute nicht ausschließen aufgrund von, ja, wir sind im Irak, wir sollten uns auf unsere Bewegung fokussieren. Aber es sollten einfach, dieses Zusammentreffen sollte offen sein für Feministinnen, KämpferInnen aus der Region, um sich auszutauschen, Verbindungen zu knüpfen. Und zum Thema Solidarität, ich führe ein anderes Beispiel an, wenn als die Taliban den Staat in Afghanistan kontrolliert haben und am 15. August haben wir dann andere aktivistische Frauen in der Region kontaktieren und sofort haben sie die Einladung angenommen. Wir sind zusammengekommen in einem Treffen auf Zoom, also im Internet, und haben uns gefragt, was sollen wir tun? Und dann haben wir sofort eine Kampagne organisiert, um Frauen in Afghanistan zu unterstützen und die Taliban zu delegitimisieren. Sie sollten nicht als eine Regierung anerkannt werden. Wir haben dort also ja einige Aktionen gemacht. Diese Art von Verbindungen gibt es also. Und dasselbe hat mit Frauen in Marokko stattgefunden. Sie haben uns eingeladen, in ihren Zusammenkünften, in ihren Konferenzen zu sprechen.
im Sudan. Das war, glaube ich, im September. Wir haben Leute von dort eingeladen und Seminare organisiert für diese Aktivistinnen, um uns zu erzählen, was heißt es denn? Selbstverständlich haben wir auch gefeiert, wir haben es als einen Erfolg gefeiert, diesen säkulären Staat in der Region zu haben. Und dann ist sie also gekommen und naja, der Grund ist eben, voneinander lernen zu können. Das ist sehr wichtig, diesen Austausch zu haben. Aber gleichzeitig weiß ich und denke ich auch, dass da so viel Arbeit getan werden muss, voneinander zu lernen und das Ziel zu haben, sich gegenseitig zu inspirieren, was haben wir geschafft, was hat nicht gut funktioniert. Das kann ich also auf der regionalen Ebene sagen. International, naja, auch das Treffen jetzt, das ist ja ein Teil davon. Teil davon, Frauen zusammenzubringen, sich auszutauschen. Und selbstverständlich gibt es Seminare, auch in europäischen Ländern. Gibt es diese Seminare, besonders auch während der Zeit der Aufstände, um sich eben auszutauschen. Also diese Solidarität existiert schon, aber natürlich muss sie wachsen. Und es muss einfach mehr Lernen voneinander geben, mehr Austausch von Erfahrungen, um zu verstehen, was können wir das nächste Mal besser machen. Na klar, es ist großartig, die zu haben und ich bin sicher, dass wir weitere Revolutionen haben werden. Vielen Dank. Ich hoffe das auch und möchte noch eine weitere Frage stellen. Das lernende Subjekt ist eine Person, die relativ viel Geduld hat. Aber ich glaube, es gibt dort auch einen anderen Affekt, eine andere Emotion, die auch sehr zentral für die Revolution ist. Und ich glaube, das ist der Affekt der Wut. Und ich würde euch gerne eine Frage in diese Richtung stellen, bevor wir dann die Runde auch an alle Teilnehmenden öffnen. Ich würde euch auch gerne etwas zu Hoffnung fragen, aber das, da kommen wir zum Schluss dazu, dann wisst ihr das schon mal. Meine Frage in Bezug auf Wut ist also, Eva, du hast in deinem Buch geschrieben und ich hoffe, die englische Übersetzung, die ich jetzt hier gebastelt habe, stimmt. Wenn Turbulenz spürbar, Entschuldigung, ich kann das nicht dolmetschen, wenn ich das nicht schriftlich vorliegen habe. In der Lecture mit Elsa Dorlin wurden die zwei zentralen Thesen verbunden mit dem folgenden Satz: Wir wollen Wut in Lust verwandeln und Lust in Rache. Und unsere Rache ist, glücklich zu sein. Und genau, das hat Rita auch oft wiederholt, dieses Sentiment. Natürlich sind Leute nicht nur erschöpft, sondern auch wütend. Deswegen meine Frage: Ist Wut notwendig für die Revolution und kann Wut zu Hoffnung führen? Ihr könnt entscheiden, wer anfängt. Ich denke, Nadja. Okay, ich möchte eigentlich nur zuhören die ganze Zeit. Selbstverständlich denke ich, dass Wut unabdingbar ist. Weil, wie du gesagt hast, verbindet es uns aber auf eine leise Art und Weise Hoffnung. Und Wut gibt uns dahingehend diesen plötzlichen Ausbruch an Energie und die brauchen wir für die Revolution. Und ich glaube, was eben sehr wichtig ist, was Vero eben gesagt hast, er hat Rache in Glücklichkeit zu verwandeln ist und was wichtig ist daran ist, Wut von Hass zu unterscheiden. Denn im Hass teilst du etwas von dir ab. Aber wenn du wütend bist, möchtest du etwas verändern, vielleicht dich selbst, vielleicht etwas anderes. Und besonders in der feministischen Bewegung wird den Aktiven oft gesagt, sie sollen nicht wütend sein. Sie haben nicht wütend zu sein.
und es wird problematisiert. Entschuldigung, das habe ich gerade nicht gehört. Also es wird in der sozialistischen Bewegung gesagt, dass die ArbeiterInnenklasse die BesitzerInnenklasse hassen sollen. Wieso können wir da nicht sagen, dass in der feministischen Bewegung FeministInnen ihre Unterdrückenden hassen sollen? Ich meine, momentan bin ich so wütend. Ich glaube es selbst gar nicht, weil das Schlimmste, was ich an Deutschland, was ich in meinem Input nicht erwähnt habe, ist, dass diese riesige Antikriegsdemonstration gegeben hat in Berlin. Aber unsere linke grüne Regierung hat entschieden, das Militärbudget, wir haben schon das sechstgrößte in der Welt, weltweit, und einfach von einem Tag auf den nächsten haben sie entschieden, es 100 Millionen Dollar da zur Verfügung zu stellen. Und es ist viel, viel mehr, ein Vielfaches des Budgets, was zum Beispiel für den Gesundheitssektor zur Verfügung gestellt wird. Und naja, in Momenten wie solchen müssen wir auch schauen, dass wir nicht paralysiert werden, nicht anhalten. Und ich denke, wir müssen sehr vorsichtig sein in unserer Wut, nicht mit den Aggressoren zu identifizieren. Denn wer auch immer die meiste Gewalt ausüben kann, sei die gewinnende Person oder die gewinnende Instanz. Ich glaube, es ist ganz falsch, sich da rein zu verlieren. Und feministische Wut muss eine sehr kreative verbindende Gewalt und Wut sein, um Erfolg zu haben, um nicht einfach in eine andere Form der Gewalt, der Kriegsführung abzudriften. Also, ja, ich weiß nicht, Nadja, was denkst du? Deine Bilder waren so krass, die Handlungsmacht, diese Steine werfenden Frauen. Ja, ich glaube, dass Wut der Auslösungspunkt, der Anstoßpunkt ist. Weißt du, wenn du einfach so geduldig bist oder ruhig, wenn du wütend bist auf deine Regierung, weil es einfach an allem mangelt, dann ist das deine Motivation, die treibende Kraft. Und auch, ja, der Anfang ist das Gefühl der Wut. Ich denke, das ist, was Menschen motiviert, aktiv zu werden, zu handeln. Und dann, wenn sich Leute treffen und aufeinandertreffen und kollektive Aktionen planen und dann ihre kollektive Arbeit sehen, gibt es ihnen wiederum die Hoffnung in die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu erreichen. Also die Kollektive von wütenden Personen sind etwas sehr Wertvolles, weil wenn die alle Personen einzeln ärgerlich sind, dann bringt uns das nicht so viel. Aber sobald wir uns verbinden, und das haben wir so oft gesehen, weil diese Menschen daraus Hoffnung schöpfen können. Und Leute, die eben vielleicht ihre ganzen Ersparnisse da der Revolution beigesteuert haben. Frauen, junge Frauen, die ihren Universitätsabschluss riskiert haben oder Stigma in der Familie. Eine der revolutionären Frauen im Sudan hat gesagt, dass die jungen Frauen Angst vor ihren Eltern hatten, dass sie herausfinden sollten, dass sie Teil des Protests gewesen sind, und sie hatten mehr Angst vor ihren Eltern statt als vor den Vollstreckungsbeamten der Polizei. Und sie fordern ihre Familien heraus. Natürlich nicht nur die Familien, das ganze System und zusätzlich ihre Familie, ihre Väter, ihre Brüder. Und diese Revolutionen betreffen eben viele Aspekte, das Haus, das ganze System, also dein Haushalt, das ganze System. Und ich denke, wenn Leute aufeinandertreffen und sich in Handlung verbinden, nach den Aufständen sind Leute alle nach Hause gegangen, sind Fragen aufgekommen.
war, ist das wert? 800 Leute haben ihr Leben verloren. War es das wert? Es gab 25.000 Leute, die gekidnappt wurden. Leute haben angefangen, diese Fragen zu stellen. Aber ich denke, das ist eine Art Zyklus, eine Art Kreislauf. Und die Wut wird wiederkommen. Sie wird sich wieder aufbauen, wenn die Situation sich weiterhin nicht verändern wird. Und ich denke, die Wut ist der Auslöser. Und meine Hoffnung ist, dass wenn Leute aufeinander treffen und diese Art von Handlungsfähigkeit fühlen, die eben aus gemeinsamen Aktionen stammt. Naja, momentan wird der Prime Minister liegt im Sterben und es gibt eine Diskussion über die Verfassung. Und dass dem so ist, gibt Menschen eben wiederum Kraft, weiterzumachen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Nadia. Danke, Eva. Ihr habt beide gezeigt, was es heißt, zusammenzukommen mit dem historischen Projekt von Relationalität und zusammenzukommen in Wut und in Hoffnung. Jetzt sind wir zusammen in keinem Aufstand oder in Wut, aber ich würde euch gerne andere Fragen stellen und die Tür öffnen oder die Plattform für die Teilnehmende schaffen. Julia wird jetzt Fragen stellen. Ja, vielen Dank euch für jetzt schon bis dahin eure Beiträge und auch die Bezüge aufeinander. Also richtig, richtig cool. Es sind ziemlich viele Fragen aufgetaucht. Eine Frage, die ich euch gerne als erste stellen würde, die fragt nochmal danach, wie geht es denn politisches Subjekt zusammen und transnational? Also die fragt nochmal, wie können wir ganz konkret transnationale feministische Kämpfe verbinden? Ich glaube, darauf habt ihr schon Bezug genommen, aber vielleicht könnt ihr es noch konkreter machen. Welche Strukturen gibt es denn schon, die produktiv genutzt werden? Und dann eine zweite Frage, wie können denn diese Hoffnungen und Verbindungen, also gerade wenn es eine wilde Verbundenheit ist oder auch sanfte und zärtliche, widerständige Projekte, wie können die geschützt werden? Und vor dem heutigen Hintergrund oder vor dem gestrigen zu sagen, naja, wie kann man denn solche widerständige Räume, Zwischenräume schützen, wenn man demnächst von einem deutschen Militär dem gegenübersteht, der das dann ein Problem von rechts hat und 100 Milliarden in Rüstung gesteckt hat? In Bezug auf die Frage wegen Verbindung zwischen politische Akteure oder Subjekte oder worauf willst du dich beziehen? Ich glaube, wir sind in einer Zeit, zum Beispiel bezüglich der russischen Invasion in Krim, Besatzung von Krim, um so zu zeigen, um die Solidarität zu zeigen. Sollen wir nicht, es soll uns nicht egal sein, was passiert. Wir sollen aktiv sein und machen, was wir können, auf der internationalen Ebene. Und ich glaube, wir sollen sensibilisieren, um was passiert und darüber was machen. Und was machen heißt, ich meine zum Beispiel, mein Beispiel von den Frauen in Afghanistan, die versuchen gerade was zu machen. Also die Verbindung ist sehr, sehr wichtig, einen Dialog zu schaffen ist sehr wichtig. Ich habe über den Lernprozess sehr oft gesprochen, über Solidarität, finanzielle Unterstützung, Hilfe für Menschen. Man soll sensibel sein und agieren und nicht passiv über was passiert und versuchen, die anzusprechen, die da sind und arbeiten, um zusammenzuarbeiten. Ein Beispiel von Medico mit Aman, ich glaube, das ist eine Form von Aktion, die
Wir sind keine große Organisation, wir sind sehr klein, wir haben gerade angefangen, aber wir haben sehr große Ideen und große Projekte. Und diese Art von Verbindung ist sehr, sehr wichtig, weil es hat sehr großen Impact, Auswirkungen, und es bleibt für sehr lange, die Auswirkungen bleiben sehr lange, diese Form von Verbindungen und Allianzen haben eine sehr reiche Weite. Also ich glaube, das ist etwas dazu, was wir gemacht haben, was wir machen müssen. Vielleicht sage ich ein paar Sachen dazu. Könnt ihr mich hören? Ich möchte gerne zwei Sachen sagen. Wie kann man schützen diese Räume der Hoffnung? Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu sehen, dass sie nicht nur in Gefahr von unter Gewahr sind, dass sie verloren gehen durch große Mächte. Also zum Beispiel in Deutschland, wir leben auf dem Land, wir haben irgendwelche neonazistische Organisationen. Ich glaube, irgendwann werden sie viel mehr Macht haben. Und das ist sehr gefährlich. Und dann haben wir irgendwie Strategien, wie man sich durchsichtig machen kann und irgendwie stärkere Bindungen schaffen und wissen, wer man vertrauen kann. Aber am Ende ist es viel, viel, viel gewaltiger und viel größer. Aber es gibt nicht nur einen externen Feind, sondern auch das Potenzial, zu scheitern. So revolutionäre Ideale können scheitern, dadurch, dass durch diese, durch, wenn sie keine Solidarität haben. Es ist wichtig, einen Raum und Zeit zu schaffen und gucken, wie man mit Menschen verbinden kann, sich mit Menschen verbinden kann, die nicht aktiv sind. Und dann diese Solidarität zu vertrauen. Ich meine, die Solidarität ist da, sonst würde die Gesellschaft zusammenbrechen. Die Gesellschaft besteht auf diese Überfluss von nicht honorierter Arbeit. Wir sollen nicht Angst, keine Angst vor Schwäche haben. Wir sind an einem Punkt, wo ich glaube, dass wir in der Linke und in der feministischen Bewegung, wir müssen uns überlegen, wie wir echte Infrastrukturen schaffen von materialistischer Hilfe. Wir haben keine Hebel gegen Kapitalismus. Wir müssen gucken, wie wir alles umverteilen. Zum Beispiel in der Klimabewegung, die Nummern fallen und sehr viele Leute einen Burnout haben. Und es gibt, wir müssen diese Leute unterstützen, die aktiv sind. Sehr interessant, Nadia, weil du hast sehr viel Erfahrung in der kommunistischen Organisierung. Glaubst du, gibt es eine Zukunft für die Struktur der Partei? Sollen wir, ich glaube, wir brauchen eine feministische Internationale, die, wo man nicht nur zusammenkommt und was diskutiert, sondern auch man sieht, es gibt diese Bewegung, die braucht das und wir haben das, und dann stellen wir diese Ressourcen zur Verfügung sehr schnell. Ich meine, ich weiß von Bewegungen, die machen zum Beispiel diese Arbeit. Medico ist ein Beispiel davon.
Aber ich glaube, wir müssen uns überlegen, von materielle Unterstützung und gegenseitige Hilfe. Hast du, ich weiß nicht, ob ich dich richtig gehört habe, hast du von den Reden gesprochen? In einem Interview hast du über die Rolle von den Rednern erzählt. Und ich wollte wissen, ob man, wenn man in eine Parteistruktur organisiert ist, was ist die richtige Form von Organisation von deiner Sicht? Ich glaube, die Räte sind, ist der richtige Weg, um sich politisch auszudrücken. Ich meine, wir haben eine Demokratie. Ah, es ist nicht die Demokratie. Es sind, Entschuldigung, wenn man fängt wenn es, also die Räte helfen Menschen, ihr das Leben in die Hände zu greifen und an politische Teilhabe zu sein, dann fangen an zu sehen, was für eine Art von politischem System oder wirtschaftlich politischen System sie wollen und schaffen sie dann selber. Zum Beispiel, wenn wir die Wahlen in Irak vor 2-3 Monaten hatten, wir haben darüber gesprochen, dass diese Art von Demokratie erlaubt uns nicht die Möglichkeit für politischen Ausdruck. Man braucht Teilhabe von unten. Und Menschen repräsentiert zu haben, nicht für ein paar Jahre in den Wahlen im Parlament. Wir brauchen Räte oder Sekretariate, unterschiedliche Prozeduren. Das ist, was ich glaube, als eine Partei und ich selbst auch, dass Frauen und Männer sollen ihre Stimmen in Vordergrund bringen von unten. Und dass die Idee von einem Rat ist, besonders heutzutage in Irak, wir hatten Möglichkeiten, wo es gab politische Vakuum, weil die Militär weggegangen ist. Ich meine, die Militias, der Bürgermeister, alle sind weggegangen, alle ihre Gebäude wurden weggebrannt von Protestierenden. Es gab ein politisches Vakuum und wir hatten, wenn wir die Räte hätten, könnten wir die Macht übernehmen. Aber es ist eine sehr neue, besonders für die politische Kultur in Irak, also im Zentrum von Irak, im Süden. In Kurdistan gibt es diese Erfahrung seit 1991. Was leider nicht genug verbreitet ist. Es gibt nicht genug Literatur darüber oder also vielleicht keine von meiner eigenen Erfahrung. Wir hatten Räte in Kurdistan, Irak, sie waren sehr stark und sie haben die Städte kontrolliert. Aber wir hatten ein Problem damals. Wir haben nicht darüber gedacht, wie wir Macht übernehmen können. Wir haben nur darüber gedacht, wie wir irgendwie die Stadt pflegen können. Und dann die Parteien kamen nach dem Saddam weggegangen ist. Wir als Linke oder dann sind die politischen Parteien gekommen und haben die Banken angefangen zu kontrollieren. Wir als Kommunisten haben nie darüber nachgedacht. Entschuldigung. Ich glaube, dass die Räte sind ist die einzige Antwort. Und wenn die Revolution stattfindet, sie sollen die Macht übernehmen, wenn es ein Vakuum gibt. Das ist die Strategie meiner Partei. Ich möchte gerne was dazu sagen, Nadia. Es ist genau die Erfahrung, die wir in Ägypten gemacht haben. Wir haben auch gesagt,
wenn wir die Räte hätten, wenn wir von Sudan gelernt hätten, wäre alles ganz anders. Ich würde gerne eine mehr Frage von dem Publikum übernehmen. Dann würden wir gerne ein Fazit ziehen. Ich werde das auch auf Englisch machen. Frage für dich, Nadja. Du hast über die Räte gesprochen und eine Art, wie man Entscheidungen treffen kann, ist eine Form Institution. Und es gibt die Frage von Identität und wer sind die Subjekte von dem Kampf. Ich würde gerne von der Kategorie der Frau reden, weil du sehr viel darüber geredet hast. Oder es ist eher über queer Feminismus und was ist die Positionierung von queer Feminismus in dem Aufstand? Weil in Deutschland, in Frankfurt gab es sehr große Debatten über queer feministische Debatten und die Frage der Frau. Was sind die Unterschiede oder was für eine Unterschiede siehst du da? Meinst du zwischen Frauen und queeren Frauen oder queere Menschen? Ja, natürlich. Ich meine, eine von den schönen Sachen, die bei dem Aufstand passiert sind, vielleicht die queere Frauen und Menschen sprechen. Ich glaube, die sprechen eher von Männern. Es gibt nicht genug Aufmerksamkeit für queere Frauen und es gibt eine sehr große Sache. Vielleicht ein Problem damit. Ich glaube, wir haben nicht genug Zeit, darüber zu reden. Was Gutes war, dass sie haben ihre Stimmen in den Vordergrund gebracht. Sie hatten ihre Regenbogenflagge auf dem Tahrir-Platz. Und ich meine, alle haben Masken getragen, aber sie haben trotzdem sich sichtbar gemacht. Sie haben Interviews gemacht, sie haben über ihre Rechte gesprochen, dass sie nicht respektiert werden. Sie sind genauso wie alle anderen. Es ist nicht so, werden ihre Rechte verletzt. Dann würde gesagt, es ist nicht die Zeit, jetzt über queere Menschen zu sprechen. Wir haben andere Probleme. Ich habe zwei Artikel darüber geschrieben. In dem Aufstand, ich glaube, die Einstellung oder die Haltung der Menschen hat sich geändert. Zum Beispiel die Protestierende oder die Revolutionärin haben angefangen, es zu akzeptieren. Zu akzeptieren, queere Menschen, das nicht mehr zu diskutieren. Ich glaube, das hat meine Frage beantwortet und ich möchte gerne zurück euch das Wort geben für den Fazit. Danke, Julia, für diese Frage. Tatsächlich habe ich das Gefühl, weil wir schon über Affekte, Gefühle und Emotionen in einem politischen Kontext sprechen, da wir jetzt auch uns dem Ende dieser Lecture nähern, wird es immer angeregter, auch machtvoller. Wir haben mit der Frage nach Erschöpfung angefangen, dann sind wir zum Schmerz gekommen, langsam gehen wir zur Hoffnung über und Lust, Verlangen nach einer anderen Zukunft in unseren Beziehungen, in den verschiedenen Zwischenräumen oder In-Between-Spaces, falls das so übersetzt werden kann. Eva, ich hoffe, das ist in deinem Sinne so. Und natürlich die Frage, wie wir das materialisieren können, wie wir Hoffnung materialisieren können und Veränderung und Verantwortung zu einem gewissen Grad. Dahingehend haben wir, glaube ich, noch sehr viele Fragen. Und es ist wunderbar, dass wir nach dieser Session noch Zeit haben, zusammenzukommen. Davor möchte ich allerdings
nochmal sehr vielen Leuten danken und einige Worte zum Schluss sagen, nicht nur zum Schluss dieser Veranstaltung, sondern dieser Veranstaltungsreihe. Jetzt werde ich auf Deutsch weitersprechen, weil ich das auf Deutsch vorbereitet habe und ich bin nicht so gut, jetzt schnell von einer Sprache zur anderen zu wechseln, das selber spontan ad hoc zu dolmetschen. Genau. Deswegen jetzt wieder auf Deutsch. Nun, zum Ende dieser Sitzung möchte ich mich an dieser Stelle im Namen aller Kooperationspartnerinnen und OrganisatorInnen der Reihe, das heißt dem Institut für Sozialforschung, dem Institut für Humangeographie, der Uni Frankfurt und Medico International bedanken. Zum einen möchten wir uns bei euch, liebe Nadja und liebe Eva, wärmstens bedanken. Wir sind euch dankbar für die tolle Kommunikation vorab und dass wir so gut zusammen einen guten Termin aus dem Boden stampfen konnten. Auch in Abwesenheit möchte ich auch allen anderen ReferentInnen für ihre großartigen Beiträge danken, die wir beim Medico versuchen werden, in den kommenden Monaten zu einem großen Blumenstrauß zusammenzubinden. Ein riesengroßes Dankeschön geht natürlich auch an Enterprise. Vielen Dank für eure tolle solidarische politische Verdolmetschung und eure Arbeit vor und hinter den Kulissen und um sie herum. Als tragende Grundpfeiler dieser Veranstaltung hinter den Kulissen möchte ich auch Ralf Zöllner von Public Noise und unserer Medico-Kollegin Andrea Schuld für den technischen Support danken. Liebe Almut Poppinger, Stefan Lessenich, Timo Dorsch, Sonne Heeg, toll, dass und wie ihr diese Reihe gemeinsam mit meinen Kolleginnen Usche Merck und Julia Mannek entwickelt habt. Und unser aller Dank gilt auch insbesondere Ihnen, lieben Teilnehmende. In diesen fortwährenden Trubeln haben Sie und Ihre wohlwollende Unterstützung auch dafür gesorgt, dass wir diese Reihe noch sehr beruhigt und mit langem Atem nun heute zur Abschlusssitzung bringen können.